Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Wir sind hier in der Kursionbasis und wollen an Zahnrad kommen, weil das hilft uns an zwei weitere Ohren und an den letzten Sternsplitter im ganzen Spiel ranzukommen. Gibt es hier noch eigentlich einen Weg nach rechts? Tatsächlich, das will ich dann auch nochmal ganz kurz abchecken. Ah, okay, ja, das war nämlich das, was ich meinte. Okay. Geil. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Umbrina sieht ein bisschen weird aus. Die hat einfach ihre Farbe geändert. Was bist du? Oh, der sieht geil aus. Ja, geil. Die Bartomp ist aber der Banger. Okay, das war interessant. Ich wollte eigentlich nur das Zahnrad holen, bin jetzt aus Versehen den falschen Gang. Ne, aus Versehen eigentlich nicht. Ja, ich wusste, das ist ja der erste nach links. Also ich weiß schon, wo das Zahnrad ist, aber dachte mir, okay, wir gucken jetzt erstmal noch, was da drüben ist. Wo wir jetzt das machen, was mir wirklich wichtig ist. Ja, na dann, Kupio. Du bist hier gefragt. Vielen Dank für das Zahnrad. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Zahnradraum? Ich würde sagen, das cutte ich euch. Ja, im Untergeschoss 1. Ganz links müsste es gewesen sein. Da sind wir. Ich habe jetzt auch mal kurz in die Screenshots reingeschaut. Und da stand links, rechts, Mitte, oder? Ja. Das sieht gut aus. Okay, ja, wir dürfen jetzt Kran spielen. Ich will in die SpongeBob-Folge denken, weil ich hatte die auf DVD, wo Thaddäus süchtig nach diesem Kran-Spiel war. Da war die ganze Zeit diese Musik. Den, 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 den. Kran bewegt sich nach links, solange du Y gedrückt hältst. Halte danach X gedrückt, um den Kran in Richtung hintere Wand zu bewegen. Nutze diese Technik, um Items und Münzen zu sammeln. Ja, nee, hinter den Münzen bin ich nicht her. Okay, man hat einmal gedrückt und kommt nicht mehr ran. Fuck. Nee, oder? Oh. Oh nein, das wird ein Struggle. Bitte. Oh komm schon. Muss das jetzt sein? Tu nicht so, Mario. Das Spiel ist eine Verarsche. Ja, das müsste perfekt sein. Ja. Hier, Sternspieler ist da. Wollen allerdings noch die beiden Orden haben. Kacke. Im Rampenlicht steht der Orden zumindest, aber der fällt safe runter. Nee, okay. Ist vielleicht doch gar nicht so schlimm. Dann habe ich mich einfach kacke angestellt. Komm, gib den letzten auch noch. Das passt. Das könnte auch passen. Let's go! Sehr schön. Der letzte Sternspieler und zwei weitere Orden. Ja, nee, das will ich nicht. Hinter dem Geld bin ich nicht her. Protector P. Protector. Und ein Sternspieler. Zwei weitere Orden. Wir sind inzwischen bei 80. Und viele von diesen Orden. Also einen gibt es, glaube ich, nur noch im Ordenshop. Das müsste, ich habe es mir aufgeschrieben, Angriff plus Verteidigung minus P sein. Ja, die Fusionen-Versteck-Orden haben wir damit. Einer wird noch im Finale sein. Das weiß ich noch. Aber ja, damit kann ich zumindest das mal abhaken. Dass wir die Orden hier drin haben. So.
an, glaube ich, nämlich nur Protector und Protector P. Da wir die beiden nun haben, können wir das abhaken von der Liste. Oh Junge. Ja, einen Orden gibt es auch noch im Casino. Und wir haben auch noch ein paar vor uns, ein paar neue, die wir dann später treffen werden. Den hatten wir schon geöffnet. Wofür war ich die Lift? Wir brauchen die Liftkarten alle am Ende. Und hier wird wahrscheinlich dann noch eine. Hier werden dann wahrscheinlich noch zwei weitere sein auf 3 und 4. Ja, so sieht das Ganze dann wohl aus. Aber dadurch, dass wir alle Sternsplitter haben, kann ich auch das abhaken. Wir haben alle. Im Finale gibt es nämlich keine weiteren mehr. Und das heißt, ich habe einen weiteren Punkt auf meiner Liste abgehakt. Es bockt sich einfach. Ich habe diesen Block so komplett random erhalten und dachte mir, okay, ich führe einfach meine Liste, weil ich habe einen Block, okay? Da kann ich mir Zeug aufschreiben, was ich noch machen will. Ach, Kacke. Ja, die Maus muss ich ja auch... Ja, da muss ich die Maus dann wahrscheinlich auch noch draufschreiben. Aber von den Gegnern fliehe ich jetzt einfach mal. Ja, ich hätte Nagirina auch auswechseln können, aber... Habe jetzt zu spät drüber nachgedacht. Ist auch egal, wir können den Kampf ja noch danach machen. Ja. Hier braucht man die Karten. Wir haben, glaube ich, zwei mitgenommen. Herz und Karo müsste es sein. Aber egal. Ja, dann wechseln wir aus zu... Wer könnte die killen? Ich glaube, die haben Verteidigung, deswegen nicht Bomber Junior. Kann Bartom die eventuell killen mit einer ganz normalen Bombe? Ich will nicht auswechseln. Einfach nur springen. Die haben keine Verteidigung. Bartom kann die eventuell killen. Kann er nicht. Ja, warte mal, wenn die keine Verteidigung haben, dann kann ich mit Kumbina auch killen. Passt. Ja, dann muss ich das mit der Maus immer noch aufschreiben. Geld. Maus. Geschichte. Ja, ich muss mir ein paar Geschichten anhören, ne? Es wird nervig. Ich bin ja theoretisch wahrscheinlich. Ich bin ja nicht so der Typ für so das ganze Zuhören. Da fehlt mir einfach die Lust zu, okay? Deswegen, das wird für mich ein bisschen anstrengend, dazu zu hören, aber vollständigkeitshalber mache ich es einfach mal, würde ich behaupten. Und der Schaden reicht nicht aus. Ja, cool, der wird jetzt seinen Superpilz auf den Kollegen einsetzen, ja. Ah, Junge. Der macht sich riesig? Nee, der. Du setzt einen Heiltrank ein, wenn ihr beide voll seid. Okay. Na, wenn du Bock hast. Dann kann es sein, dass sie schon ihren Angriff planen, bevor der andere gehandelt hat. Könnte ich mir jetzt nämlich nach der Aktion vorstellen, dass der Typ sieht, okay, ich habe ein Leben, ich setze jetzt meinen Heiltrank ein, allerdings handelt der andere Krusione zuvor. Aber der andere ist so sturköpfig und will seine Meinung aber nicht mehr ändern. Stoppuhr ist okay. Weiß ich ja, was ich rausschmeiße. Ne, warte. Der Powerblock ist... Na. Ich sag euch ehrlich, ein Powerblock ist besser als eine Feuerblume. Powerblock hittet zwar jetzt nicht so hart, aber... Oh. Ich glaube, das Ding kann auch rückwärts gehen. Ja, Gumbrina, chill mal. Kann Erona nicht theoretisch einfach darüber fliegen? Oh! Ja. Schlüsselkarte Peak.
Müsste Peak sein, oder? Ich kenne mich mit den Karten jetzt nicht so aus. Nee, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 3 Schlüsselkarten. Die andere wird in Etage 4 sein. Ja, Etage 3 besteht auch nur aus dem Zeug hier. Peach war nie in Untergeschoss. Ja. Hier wird sie wahrscheinlich gewesen sein, oder? Ich denke nicht, dass es noch tiefer geht. Wir haben dafür schon zu viele Schlüsselkarten. Ich denke, Peach war hier. Ist hier ihre Umkleide? Ja. Ist halt nicht Umkleide. Aber genau hier war sie. Was? Hat er mit Sachen geduscht? Okay. Ja, interessant. Na, wenigstens duscht er alleine. Imagine, man duscht nicht alleine und lässt die Seife fallen. Dinge, über die man nicht nachdenken will. Er hatte die letzte Schlüsselkarte. Okay. Da können wir noch Tag besuchen? Vielleicht können wir ihn wieder irgendwie anschalten oder so. Gibt es Hoffnung für ihn? Die Tür ist zu. Wir kommen nicht rein. Gut, dann zurück zu 3. Wir können jetzt nämlich unsere Karten verwenden. Und ganz ehrlich, das war echt nicht kompliziert. Sollen bitte hier kompliziert gewesen sein. Also wenn wirklich das hier gemeint war, dass man sich hier verläuft, dann weiß ich auch nicht weiter. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man vergisst, das Zeug zu lesen. Die Zettel, wo der Code drin war, ne? Aber ansonsten... Oh, das ist ja absolut traurig, hier nicht weiterzukommen. Oh, Prinzessin Peach könnte in dieser Tür sein. Sein Crucius hat sie schon weggebracht, aber das wissen die nicht. Egal, wir killen ihn jetzt erstmal. Ja, 2 von denen haben starke Items. Nie so angenehm, um gegen zu kämpfen. Also 6 Schaden auf jedem ist etwas, das würde ich ganz gerne vermeiden. Ey! Ja, komm, trink selbst. Das ist eine Heilung, juckt nicht. Ja, irgendwie so, wie ich auf vollen KP heiz, aber... Naja. Macht's mir nur einfacher. Vielen Dank. Ganz geil wäre es, wenn jetzt doppelte Erfahrung reinkommt. Ach komm schon. Mehr lieblich war es nicht. Mehr lieblich war die aus Super Paper Mario. Das wäre deine Chance gewesen. Ehrenwind. Ja, ganz ehrlich, das nehme ich jetzt aber statt dem Powerblock. Space, oder? Wir könnten auch einfach ein Space Food verwenden. Auf Mario. Ja, was soll ich hier überhaupt machen? Ach! Mit Bartom das Ding wieder aktivieren. Ich muss nämlich dieses Laufband laufen. Und jetzt ein Rätsel, was ich richtig cool fand, was auch so, glaube ich, existiert in PM1. Ist nämlich, dass man sich hier in den Boden reinhaken kann mit Barbara. Da kommt man hier durch. Hier unten gibt es, glaube ich, nicht viel zu machen. Von dem her fahren wir mit dem Teil mal hier hoch. Es kann sein, dass es hier einen Orden gibt, allerdings glaube ich einen, den wir schon haben. Den wir wahrscheinlich schon haben werden, so. Ja, wir haben allerdings noch 15 Minuten, diesen Ort hier zu erkunden. Der Boss ist auch gar nicht mehr so fern. Da hinten ist ein Ultrapilz. Die ballern einen wirklich nochmal mit Ultrapilzen hier zu.
Ja, schön, dass ich so viel im Laden gekauft habe für die ganzen Rezepte, ne? Ich liebe mein Leben. Das war wirklich sehr smart von mir. Ja, dann. Ciao, Powerblock. War schön mit dir. Voltofilz ist eigentlich auch nichts, was ich unbedingt brauche, aber. Egal. Wie hier trotzdem irgendwie durchzukommen. Oh, Junge. Man kann jetzt auf der einen Seite da runter in zur Röhre. Oder man geht hier noch weiter. Ich würde sagen, wir nehmen die Röhre, weil die sieht etwas, ich sag mal, nicht nach dem Weg aus, den wir gehen sollen hier. Was ist das für ein Item da hinten? Okay, ich weiß aber genau, wie man da hinkommt. Ich weiß es noch genau, weil da hinten ist nämlich etwas, was uns hilft, darüber zu kommen. Ja, sehen wir nämlich auch mal wieder. Ich habe das Gefühl, das wird teilweise etwas vernachlässigt, die Fähigkeit, aber ist ganz cool, hier mal wieder zu sehen. Schnell runter. Was? Da ist noch ein Ultrapilz. Willst du mich verarschen? So viele Ultrapilze waren hier niemals im normalen Spiel. Daran würde ich mich erinnern. Junge, wir werden viel zu sehr mit Ultrapilzen hier zugeballert. Jetzt weiß ich nicht mal, was ich rausschmeißen soll. Ja, der Ultrapilz. Ich nehme die Ultrapilz sehr gerne mit, ne, aber auch nur. Kacke, da ist ein Schalter. Hätte ich den gebraucht. Nee, safe nicht. Ja, ich komme hier auch ohne lang. Da ist bloß nochmal so ein beschissener Gegner. Noch eine Schlüsselkarte. Nein, du kommst nicht hier. Egal, machen wir den ganzen Weg nochmal. Diesmal verwenden wir auch die kleine Röhre, bei der wir nur kurz drin waren. Dann wird es schon irgendwie. Schön. Das packen wir schon. Oh, Junge. Oh. Speedrun. Okay, also kurz hier lang. Den Schalter aktivieren. Und dann von da drüben wieder den Weg zurück. Sehe ich das richtig? Sagen, das machen wir so. Ich meine, wer weiß, vielleicht haben wir ein Zeitlimit. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt bin ich in der Sequenz. Was? Nee, oder? Das hätte ich die ganze Zeit machen können. Ja gut, das war's dann wohl komplett an der Stelle. Das ist allerdings noch ein Speicherblock, den nehmen wir jetzt noch mit, weil da hinten wartet der Boss auf uns. Ich werde den Part ganz sicher nicht bei 18 Minuten beenden. Dieser Boss kommt noch hier rein. Ja. Mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Ordenpunkte habe ich hoffentlich alle verlegt. Ja. Boah, Protector braucht 4. Nee, Alter. Ich habe jetzt diese Ausweicher, werde ich auf jeden Fall noch reinnehmen. Naja, aber erst wenn wir ein Level Up haben, dann lohnt sich das Ganze noch mehr. So. Da seid ihr. Ich habe euch schon erwartet. Das aber... Erwartet, Mario, was hat das zu bedeuten? Erst locken wir euch mit unserem Sternjuwel hierher. Jetzt schnappen wir uns alle Sternjuwelen auf einmal. Das ist der Plan. Und Mario, deine geliebte Prinzessin Peach ist schon lange nicht mehr hier. Das ist Peach gar nicht mehr hier. Ja, das hat er gerade gesagt. Schön, dass du es wiederholst. Wo habt ihr sie hingebracht? Ach, das werde ich euch doch nicht auf die Nase binden. Auf los, die Show beginnt. Ich werde euch hier fertig machen, ich und der Neo-Crucibot.
seid ihr soweit. Ich zeige euch, was Kursionen-Power ist. Geiles Boss-Theme. Ja, ein bisschen lame, dass er schon wieder der Boss ist, aber... Naja, der ist jetzt gefühlt zum... Der ist zum dritten Mal der Boss, obwohl er einmal nicht... Einmal würde ich sogar sagen, ist Quartus der Hauptboss und er ist nur so eine Nebensache. Aber dann ist es immer noch zweimal. Von 7 Kapiteln zweimal. Denn ihr Krusibot ist stärker als alles, was du je gesehen hast. Davon kannst du dich gleich selbst überzeugen. Doch keine Chance. Los, Mario, mach ihn fertig. Ja. Der letzte Boss hat aber auch extrem viel Schaden gemacht, ne? Mal gucken, wie es hier ist. Das ist der Neo-Krusibot. Er ist noch stärker als der alte. Maximal KP 70, Angriffskraft 6, Verteidigung 2. In der Hauptattacken ist der Krusidrill. Dabei rammt er dich in den Boden. Auch kann er natürlich seine Arme als Düsenpranken einsetzen. Die Arme gilt maximal KP 5, Angriffskraft 9. 9? Wenn es soweit ist, greifen dich Körper und Arme separat an. Die Arme haben wenig KP, also solltest du sie zuerst erledigen. Hat der Neo-Krusibot nur noch wenig KP, greift er auch mit einem MG an. Optisch gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Was ist ein MG? Dieses Ding ist schon stärker als der alte Krusibot. Hübsch sind sie allerdings beide nicht. Okay, schön, dass du da nochmal deine persönliche Meinung in eine Analyse mit einbringst. So funktioniert es auf jeden Fall. Ja, machen wir einen Ultrasprung, den ich wahrscheinlich verfehlen werde. Nee, passt. Ja, das hat schon mal gut Schaden gemacht. Attacke, Krusidrill ab. Ah, ich bin nicht mit vollem BP rein. Okay. Das ist, nicht geil. Ich würde sagen, Nagelino unterstützt uns für den Kampf mal. Vielleicht kann sie auch einen Lebenskuss raushauen, mal gucken. Egal, durch die Verteidigung gehen macht sie auch 5 Schaden. Ist wahrscheinlich so der stärkste Angriff, den wir ohne BP hier raushauen können. Wir ballern eine Stampfattacke raus. Wenn sie viel Schaden macht, dann werde ich auch mal die Lebenskussattacke ausprobieren. Zeit für unser ganz spezielle, für unsere ganz spezielle Spezialattacke. Tut doch gar nicht weh. Ja, okay, dann. Wenn es nicht weh tut, ist okay. Hallo? Ey, lass das bitte. Ah, okay. Ja, dann ist okay. Vorläufiger Kontrollverlust. Geil. Ja, wir haben jetzt zu wenig Schaden, als dass es sich lohnen würde, dass ich sowas mache. Deswegen, Hauschelle. Ich hätte nur seine Arme abgefeuert und nicht angegriffen. Passt. Dann an der Stelle einen Sternwind, um die Arme loszuwerden. Ja, ist denn der Krusibot wirklich so schwach? Einfach nur noch eine super Spezialattacke. Oh. Oh. Und da ist dann wohl der MG. Nimm das. Wieso auf Nagelino? Was? Was? Die hat mein Lebenspilz aufgebraucht. Die hat einfach mein Lebenspilz aufgebraucht. Oh, Junge. Nee, dann wechsle ich jetzt zu Bardom, weil dann passiert so etwas nicht mehr. Scheiße, dass ich das jetzt verlieren musste da mal. Der Lebenspilz war so unnötig jetzt. Bisher kann ich mich skillmäßig eigentlich nicht beschweren. Ich habe oft Konter getroffen und so weiter, aber das geht mir gerade echt auf den Sack. Noch den Neo-Krusibot ist einfach besiegen, oder? Doch. Komm. Ey, wäre es gewesen, aber schade. Ich versuche jedes Mal zu kontern, ich bekomme es nicht hin.
Egal. Bardom. Gib ihm nochmal. So, die Stampfattacke erledigt jetzt den Rest. Let's go. Ja. Komm, jetzt Verdopplung. Okay. Ist okay. Wir sind zumindest wieder gut bei Geld. Und haben ein weiteres Level up. Ja, wer hätte es gedacht, ich werde auf OP gehen. Für einen Dual-Kerker werde ich eventuell nochmal auf 35 BP gehen, aber... ist für mich gerade nicht so wichtig. 25 KP reichen für das normale Game. Aber für die weiteren Challenges, die es hier geben soll, wird es, denke ich, nicht reichen. Grossius! Okay, der ist weg. Boah, der sieht schön aus. Mario. Los, schnappen wir uns das letzte Sternjuwel. Du hältst ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 8. Mario lehrt die Sternattacke Sternhagel. Das ist ein sehr starker Angriff auf jeden Gegner, soweit ich weiß. Ja, kommen wir jetzt zu weiterer Peach Story. Wie geht's bei Bowser weiter? Das sehen wir wohl heute noch. So fand Mario das letzte Sternjuwel auf dem Mond in der Höhle der Krusion. Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wohin mag Peach wohl verschleppt worden sein? Der mysteriöse Crucius, hat er den Schlüssel zur Lösung aller Rätsel? Was ist die Bedeutung der Sternjuwelen, die Mario gesammelt hat? Welche Wendung werden sie dem Abenteuer noch geben? Ja, wir können jetzt das Ionentor theoretisch öffnen. Da sind wir also. Wo ist nun der Tempel mit dem Sternjuwel? By the way, das Kapitel 7, das war, glaube ich, mit Abstand das kürzeste, oder? Rein von den Aufnahmen her, wie lange ich gebraucht habe. Das waren, glaube ich, 4 Aufnahmen oder so, die ich in diesem Kapitel war. Ja, okay, eine war 40 Minuten, okay. Sagen wir Fairness halber. Eines war 40 Minuten, aber ansonsten. Egal. Ja, Peach Story wurde geskippt. Wir sind direkt bei Bowser. Da sind wir also. Und wo ist nun der Tempel mit dem Sternjuwel? Naja, Rastlosigkeit, das muss er sein. Sehr schön, also holen wir uns das Sternjuwel. Ah. Ja, mit einem schicken Geweih im Flur würde mein Haus noch eleganter sein. Aber deine Hörner sehen auch recht stattlich aus. Mach's Finger weg von meinen Hörnern. Oh, ich kann da nicht lang. Ah. Kann ich die Bombe anzünden? Schau nur diese elegante Brunnensäule, was ist Kunst? Ja, wirklich, was für ein Kunstwerk. Der Wert wahrer Kunst ist nur schwer in Zahlen auszudrücken, aber Reiche sind bereit, Geld für Kunst auszugeben. Folgende Werte sind eben nur schwer zu erkennen. Okay. Was reden die denn da? Geil. Tür ist verschlossen. Aufmachen! Das Schloss ist zerbrochen. Oh, das Schloss ist auf. Was für ein Glück. So einfach geht's natürlich auch. Oh nein, er findet das Sternjuwel. Jetzt muss es sein. Ich habe ein Sternjuwel. Er war sehr zufrieden, halt, ach, wie das glitzert. Wen haben wir denn da? Ihr seid Diebe, genau. Ich irre mich nie. Ja, nee, gar nicht. Nicht im Zug oder so, ne? Was redest du da? Ich bin... Falscher Name. Ich bin Kopernikus und dieses Sternjuwel ist mein Eigentum. Ach so. Ja, das ist ein billiges Imitat. Nimm es, wenn du willst. Was? Ein Imitat?
Wie oft ersetzt er eigentlich irgendwas durch Imitate? Und dann findet er das okay, wenn man es einfach nimmt. Das ist das zweite Imitat, was er angefertigt hat. Und ihm ist es egal, er sagt einfach, ja, kannst du haben. Er stellt es im Tempel aus, als ob es echt wäre. Also ist das Original. Das echte habe ich meinem guten Freund Luigi gegeben. Dass ausgerechnet Luigi uns zuvorkommt. Das Brüder, sie sind alle beide unausstehlich. Das ist wirklich zu dumm, dass die uns immer zuvorkommen. Das ist einfach geil. Der nennt den die ganze Zeit Luigi und jetzt denkt Bowser, dass Luigi das Sternjuwel hat. Aber die Frage ist, wo diese Gestalten jetzt. Ja, Boshaftigkeit. Ja, geh einfach auf seinen Kopf. Baragumba, was gibt es denn so dringendes? Bringe neue Informationen. Denn jetzt wurde Peach in der Nähe des Eontors gesichtet. Was, Peach? Das Eontor? Was ist denn das schon wieder? Ja, und da müsst ihr doch kennen, euer Hirnlosigkeit. Die Legende sagt, dass sich hinter diesem Tor ein unsagbarer Schatz befindet. Los, wir brechen auf. Wir schnappen uns Peach und den Schatz. Vorwärts, Cammy Cooper. Geht das nicht schneller? Okay. Luigi lässt sich nicht unterkriegen. Nee, Luigi lässt sich nicht unterkriegen. Wir ziehen durch. Warum ist das Ding jetzt wieder zu? Das heißt also, jetzt haben wir alle 7 Sternjuwelen. Also können wir auch endlich dieses legendäre Tor öffnen. Eine Frage nur. Was haben diese Kerle eigentlich mit Prinzessin Peach angestellt? Oh, Bardump hat gerade traurig geschaut. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal zurück nach Rohlingen, oder? Vielleicht weiß Professor Gumbad ja, wo wir nach deiner Prinzessin suchen sollten. Ja, wahrscheinlich beim Ionentor, der wird da ja mit ihr hingehen. Wurde nicht irgendwie gesagt, dass er sie braucht? Ich würde ganz gerne speichern, aber das wird anscheinend nichts. Deswegen würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich warte jetzt noch kurz, bis das Spiel stehen bleibt, nicht, dass noch irgendwas passieren sollte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.